Türsteher Viktor Hacker. Viktor, moin. Moin. Ja, wenn ich jetzt ein paar Ausreden noch mal mir einfallen ließe, ich könnte ja sagen, mein Kollege ist schon drin. Kennst du das schon? Ja, das sind aber auch die Ausreden, die man immer hört. Sag einfach, deine Jacke ist schon drin. Meine Jacke ist schon drin. Ich habe das Lederjacke, das ist hier nur so zum Styling. Mein Wintermantel ist noch drin. Wintermantel, genau. Der ist drin und den müssen wir holen. Dann komme ich rein. Komm, lass mal reingehen. Hat sich schon mal jemand an dir einfach vorbeigeschummelt, ohne dass du ihn eigentlich reinlassen wolltest? Ja, ab einer bestimmten Sichthöhe sehe ich die Leute nicht mehr. Ne? Das ist so. Dann huschen die durch? Ja, die huschen durch. So, jetzt sage ich mal, wir rücken mal ein Stück hier schön in die Mitte und sag mal einen schönen guten Abend. Und das ist der Mann, der sagt, seine Konstante im Leben sei die Tür. Viktor Hacker. Viktor, deine Geschichten füllen Bücher, füllen Blogs und füllen auch Kabarett. Hast du so ad hoc eine Lieblingsgeschichte von der Tür? Naja, es gibt viele Lieblingsgeschichten. Es ist immer dieses seltsame Verhältnis zwischen Gast und Türmann. Ne? Der Gast kommt an, ist betrunken, will irgendwas, der Türmann muss die Regeln durchsetzen. Ne? Und dann entstehen komische Sachen. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist ja das Rauchen von, sagen wir mal, Kräuterzigaretten im Inneren des Clubs. Ne? Das ist ja nun für den Gast irgendwie keine große Sache, aber für den Club kann es die Konzession bedeuten. Das heißt, ich nehme sie ihm weg. Ne? Ist mir schon mal passiert, habe ich ihm weggenommen, bin damit rausgelaufen, er hinterher. Ich habe sie draußen hingeschmissen, er ging los, holte die Polizei und zeigte mich wegen Diebstahl an. Ne? Die Polizisten haben zweimal hintereinander mit sehr deutlicher Sprache gefragt, ob dieser Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ihm gehöre. Er sag mal, bejahte wie und dann musste er mitten, das Protokoll musste geschrieben werden. Also, ne. Er hätte dir vorher dankbar sein sollen. Hast du dich schon mal gehauen? Es kommt vor, aber es ist eigentlich dann schon verloren, weil eigentlich darf es nicht so weit kommen. Ne, man muss eigentlich, Türstehen ist, sagen wir mal, 90% mental, der Rest ist Kopfsache, womit ich jetzt nicht den Kopfstoß meine. Ne, der sowieso immer falsch ausgeführt wird, ist immer lustig, bin ja nicht so groß und wenn die das dann machen, verkehrt von oben nach unten, zack, sind sie selber aus. Ne? Nee, aber eigentlich ist Türstehen geistiges Aikido. Man lenkt die Energien psychisch um. Das klingt stark. Also du ruhst in dir vermutlich. Ich hoffe es. Ich bin schwer aus der Ruhe zu kriegen, das stimmt schon. Ein Leitspruch ist trotzdem so ein bisschen, oder wenn du anderen davon erzählst, warum versteht mich hier eigentlich keiner? Ne? Typischer Spruch. Aber ich wechsle mal die Seiten. Du hast ja auch eine Machtposition. So. Kann es auch vorkommen, dass du einfach mal jemanden nicht reinlässt, weil dir die Nase nicht passt? Und nicht, weil es irgendeinen Grund gibt, der hat kein Bier dabei, der benimmt sich gut, keine Drogen. Hast du da auch mal einen schlechten Tag? Hand aufs Herz. Selbstverständlich, aber das würde ich niemals zugeben. Och bitte, komm. Wann war das letzte Mal? Los. Ich glaube, ich habe Udo Lindenberg mal nicht reingelassen. Magst du den nicht? Ich mag den sehr. Ich dachte, das wäre ein Udo Lindenberg-Darsteller und würde ihn nachmachen. Ich sagte immer, du bist gut, aber nicht so gut wie der echte Udo Lindenberg und habe ihn nicht reingelassen, weil ich dachte, der macht doch wieder Blödsinn im Laden. Ne? Ja, und irgendwann war leider eine Party, wo er eigentlich der Hauptgast war. Er hat es sportlich genommen. Das glaube ich. Du hast mehrere Leben noch, nicht nur das des Türstehers. Du warst 6 Jahre lang Berufssoldat und du bist ausgebildeter Schauspieler, in Karlsruhe ausgebildet. Kannst du uns mal erzählen, was so Berufssoldat und Schauspieler gemeinsam haben? Gar nichts. Das war ja der Witz. Ich hab gedacht, ich mache jetzt etwas ergänzend zu dem, was ich schon tue, was komplett anders ist und habe dann festgestellt, dass ich die Leute nicht verstehe. Also die haben immer so lange Sätze benutzt. Da dachte ich, ich wäre wieder Türmann, das ist einfacher. Aber wie war es, was hast du vom Bund mitgenommen? Die kurzen Sätze.
Ne, die sind auch wichtig bei Betrunkenen. Ne? Das ist ja, man kann ja ganz furchtbar lange ausholen, erklären, warum derjenige jetzt, der dritte Mann, der berühmte dritte Mann, ist ja immer so, wenn Leute auf die Tür zukommen, das sind ja immer gerne in Gruppen und der dritte ist immer so besoffen, dass du ihn auf gar keinen Fall mehr reinlassen darfst. Ne? Der erste, der vorgeschickt wird, ist leicht angetrunken, damit der Türmann nicht Verdacht schöpft. So sag ich, stimmt doch was nicht. Der zweite ist dann der Fahrer, der ist unser Fahrer, der ist immer nüchtern. Ne? So, und dann kommt der dritte Mann und dann sagst du einfach nur noch so, okay Leute, lasst ihn doch mal los. Nee, der muss immer gestützt werden. Das ist so, er braucht Nähe. Er ist ein sehr taktiler. Lass ihn mal los. Ja, okay. Und dann fällt er halt um. Ja, und dann, ja, dann hast du ein schönes Argument. Das Problem ist natürlich, dass die anderen Leute dann anfangen, mit dir zu diskutieren. Ne? Warum er nicht rein darf und dies nicht. Und, warum, und diese Diskussionen, die ufern dann aus. Und die Leute denken ja, dass ihr Grund dann der jetzt ganz spezielle neue ist. Aber ich habe diesen Grund schon 1000 Mal gehört. Ne? Deswegen denken die auch immer so, der weiß auf jede eine Frage eine Antwort. Wie kann das sein? Ja, weil ich diese Frage schon 100 Mal gehört habe. Das muss dir ärgern. Also kurze Sätze, aber beim Kabarett zum Beispiel, da machst du längere Sätze und ich glaube, einige Leute merken schon, dass du längere Sätze machst. Was machst du da genau? Ich stehe in verschiedenen Formationen auf der Bühne mit Lesung, Spoken Word Performance und ja auch Stand-up, ne? Wobei ich das immer nicht so nennen würde, weil es ist mir aus dem Leben gegriffen. Es ist ja immer so, dass immer im Publikum irgendjemand sitzt, der nicht lacht bei den Geschichten, gerade von der Tür und dergleichen. Und ich dann denke so, was? Er fühlt sich ertappt. Ja, ich glaube, das war ich neulich da mit der Bierdose. Ne? Und das ist halt so eine Sache, wie man macht viele verschiedene Sachen und mit vielen verschiedenen Wörtern erreicht man das ganze Publikum dann. Ja, du schaffst doppelt so viel Inhalt in der Hälfte der Zeit von anderen Leuten. Damit uns der Mund nicht fusselig wird, dir nicht fusselig wird, gehen wir mal an die Bar, würde ich sagen. Denn es ist jetzt schon bestimmt Minute 5 der Sendung und ich habe noch keinen Cuba Libre am Start. Ich rutsch mal durch. Was trinkst du denn, Viktor? Ich trinke Rum-Cola, weil ich bin ja privat hier. Alles klar, ich packe da noch Limette rein oder lass Limette reinpacken und mach einen Cuba Libre draus. Du, an der Tür wahrscheinlich 0,0%. Zwingend, weil sonst ist man auf Augenhöhe mit den Gästen und das ist nicht gut. Das heißt, du musst kontrolliert sein und du musst dich im Griff haben. Uns wurde aber eine Geschichte zugespielt und zwar bist du ja auch Synchronsprecher, dass du das im Studio Hamburg nicht mehr machen darfst. Da habe ich Hausverbot. Du hast Hausverbot, das können wir uns mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Viktor Hacker, Türsteher, hat Hausverbot. Wie kam es dazu? Ich habe mit einer wichtigen Person da mal Schwierigkeiten gehabt und es war eine Gymnastikstunde, unfreiwillig auf seiner Seite dann am Ende. Ja, und er rächte sich, er hatte die höhere Machtposition, jetzt darf ich da nicht mehr hin. Aber du machst Synchron noch und du machst Sprechertätigkeiten. Du hast ja auch eine prägnante Stimme. Was synchronisierst du denn? Ich spreche hauptsächlich Imagefilme, ne? Über den Bereich Heim und Garten. Also das Hochbeet im Frühjahr und dergleichen, das sind so die Spezialsachen, die ich dann immer spreche. Scheinbar ist eine seriöse Stimme tief und meine Stimme ist tief und deswegen scheine ich seriös zu sein und muss dann diese Inhalte transportieren. Das finde ich ganz hübsch, wenn man sich das vorstellt, weil du ja eher also sehr forsch auch wirkst und dann stelle ich mir dich vor im Garten, das Gras wachsen hören, Schmetterlinge flattern herum, es ist alles idyllisch. Bist du so ein Privatmensch, der die Natur sucht? Ich liebe Kontraste. Und ich stehe ja nicht da als Türmann rum. Ich bin ja immer, man zieht ja andere Sachen an. Heute bin ich ja zum Beispiel auch nicht mehr ganz in Schwarz, weil als Türmann muss man schwarz rum. Man könnte auch pink rumlaufen, dann wird man auch gut erkannt, aber nicht mehr ernst genommen. Das heißt, man muss schwarz rumlaufen und als Kontrast geht man dann in die Natur und ist schön bunt. Das ist doch auch was. Ja. Und ansonsten aber hier so auf dem Kiez mit allen nett und Freunde und hast du einen Lieblingsclub? Ja, mein absoluter Lieblingsclub ist hier gleich um die Ecke, das ist der Gun Club. Von meinem lieben Freund Mike. Da laufen... Warte mal kurz. Psst. Warte mal ganz kurz. Psst. Wir geben ab an die Bühne. Danke, Viktor. Vom staatlich geprüften Masseur und medizinischen Bademeister über König Fußball bis zum Geschäftsführer eines Supermarkts mit über 130 Angestellten und 30 Millionen Euro Gesamtumsatz. Kurz, von Kneipp über Weltpokalsieger-Besieger bis hin zum Tilsiter. Meine sehr verehrten Damen und Herren bei TalkDot, Holger Stanislawski! War alles drin, ne?
Ja, am besten hat mir der Tilsitter zum Schluss Tilsitter noch gefallen. Ja, also es war alles dabei. Eigentlich kann ich gehen. Ja, Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zwei Herren im mittleren Alter mit vollem Haaransatz und in Sweatshirts. Ja, ich hab ja auch nicht mehr so viel zu bieten. Das ist Talk Dort. Schön, dass du da bist. Du bist in Hamburg geboren. Und zwar im Ende September 1969. Ende September heißt, du bist im Sternzeichen Waage geboren. So Sternzeichen, wie sieht's aus? Horoskope in der Zeitung mal lesen oder gar nicht? Nur wenn es ganz langweilig ist, was da sonst drin steht. Ansonsten glaube ich da nicht wirklich dran. Es gibt ja, ich weiß nicht, weil du trinkst ja sehr viel Kaffee, allerdings ohne Zucker, diese Zuckertüten früher, da waren doch immer Horoskope drauf. Da habe ich mal nochmal nachgeguckt, was bei Waage steht. Ich habe nämlich so alte mal immer mitgenommen, so von früher. Charmant, diplomatisch und warmherzig als positive Sachen. Würdest du das so unterschreiben? Charmant? Passt eigentlich alles zum Tilsitter, aber ist letztendlich, ja, trifft zu. Diplomatisch? Ab und an. Mhm. Warmherzig? Schon eher, ja. Doch. Okay, da geht noch was. Unentschlossen, empfindlich und wechselhaft, das sind angeblich die negativen Stärken der Waagegeborenen. Klingelt da was oder sagst du, nö, also das ist für mich gar unentschlossen? War früher mal so, glaube ich, mit den Jahren hinweg wird es dann auch ein bisschen entschlossener alles. Mhm. Empfindlich? Kommt drauf an. Werden wir vielleicht heute noch sehen, mal sehen. Wenn der Kaffee ausgeht, ja. Wenn der Kaffee wechselhaft? Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich da sehr, ich ruhe auch dann eher ein bisschen in mir. Das heißt nicht, dass ich jetzt noch eine Türsteherkarriere auch noch mit hinten dran hänge, sondern das langt mit dem Supermarkt. Die diversen Karrieren des Holger Stanislawski werden wir auf jeden Fall im Laufe dieses Talks noch kennenlernen. Wir beginnen aber mit dem Stani im zarten Alter von 8 Jahren, denn da ging es eigentlich mit deiner Fußballkarriere los. Ist das richtig? Ja, mit 6 eigentlich schon so ein bisschen und dann ja immer weiter, eigentlich immer schon eine Klasse höher gespielt und hatte den Fußballplatz ja direkt vis-à-vis da, wo ich gewohnt habe mit meinen Eltern und insofern... War das Bramfelder SV? Das dann, war oder? Der Bramfelder SV, mhm. Genau. Und ich habe es noch auf Asche gelernt, also auf Grand, wie man hier ja in Hamburg so ein bisschen eher sagt. Und den Platz gibt es immer noch, wird eher selten gespielt, aber da habe ich so meine ersten fußballerischen Wurzeln gehabt. Und dann ging es relativ schnell ja zum HSV. Ja, wir sind mit Bramfeld, damals haben wir uns nicht für die neue A-Jugend-Oberliga qualifiziert und dann musste ich mich entscheiden, wo ich hinwechsle, Westeimsbüttel oder zum HSV und dann bin ich eben zum HSV gewechselt, habe da dann ein Jahr Jugend gespielt und bin dann noch ein Jahr in die Amateure gegangen und bin dann eigentlich vom HSV so ein bisschen im Krach weggegangen. Komisch, dass das alle Pauli-Spieler, die wir hier jemals schon in dieser Talkshow hatten, immer erzählen, haben alle irgendwie beim HSV angefangen und sind bei den Kiezkickern gelandet, beim FC St. Pauli. Und das war bei dir der Juli 1993. Stimmt. Siehst du, da stimmt doch irgendwann mal was hier. So ein bisschen durch die Hintertür nochmal eigentlich zwischendurch ja meine Masseur- und medizinische Bademeisterausbildung gemacht. Nochmal für jeden, das hat nichts mit dem Schwimmbad zu tun, dass ich jetzt darauf achte, dass keiner vom Beckenrand springt, sondern Kneippanwendung, Unterwassermassagen etc. pp. Das durfte ich noch alles lernen, ja. Unterwassermassagen, großartig, wenn man da sitzt und macht so die Düse, ist doch toll. Wenn man es genießen kann, ja, wenn man es draußen machen muss, ist das eher anders. Da sieht ja. man einiges Elend wahrscheinlich. Stimmt. Na gut. So, mit dem Verein, mit den Braun-Weißen, 260 Pflichtspiele, ja. 79 Mal erste Liga, soweit alles richtig. Auf der Libero-Position. So, wir wollen ja auch manchmal das Fußballspiel erklären, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da fragt man sich doch, wie würde man, also du musst jetzt nicht die Abseitsfalle oder Abseits erklären, aber was ist eigentlich ein Libero? Den gibt es ja so heutzutage, glaube ich, nicht mehr wirklich. Nein, also jetzt gibt es ja so die Viererkette, da sind ja alle eher so ein bisschen gleichberechtigt. Der Libero war eigentlich derjenige, der zu weich war, um als Manndecker zu funktionieren, zu schlecht war fürs Mittelfeld, weil er läuferisch zu schlecht war. Im Prinzip war das die Position, die hinter allen nur kurz vorm Torwart nochmal stehen durfte,
und durfte überall dahin laufen, wo er eigentlich gerne hinlaufen wollte. So ein Auswischer oder sowas, glaube ich, gibt es auch so als Begriff. Ausputzer. Ja, so das war eigentlich so ein bisschen das. Franz Beckenbauer war dann eigentlich so noch der gute Fußballer. Bei uns war es dann eher so die Schlechten, dann auf die letzte Position. Ich bin dann ja aber so ein bisschen immer so hin und her geschoben worden. Mal im Mittelfeld, mal auf der Innenverteidigerposition. Manndecker hieß es da, wir mussten den Stürmern ja noch hinterherlaufen. Das ist heute auch anders. Insofern ist es so, dass ich dann eher fürs Grobe nachher zuständig war und nicht fürs Fußballerische. Jetzt, ja, also da wird applaudiert, warum auch immer, aber das ist auf jeden Fall. Jetzt kommt ein Zitat und die Frage ist, wer hat es gesagt und wann wurde es gesagt? Okay, hier ist das Zitat. Endlich durfte ich auch mal gegen die gewinnen. Ich bin stolz auf diese Truppe. Wir haben das Herz in die Hand genommen und sind gerannt wie die Verrückten. Eigentlich hätten wir dieses Spiel sogar noch viel höher gewinnen müssen. Wer war's und wann? Kann nur ich gewesen sein. Ich glaube, gegen Bayern München war es. Weltpokalsieger-Besiegerspiel. Ja, da kommt Stimmung auf. Es war der 6. Februar 2002. Das ist eben der Weltpokalsieger-Besieger, genau, der da sitzt und die Bayern kurz mal mit 2-1 vom Platz weggefegt hat. Wir wollen natürlich nochmal genau wissen, als Spieler, wie war das? Ich meine, das konnte man ja nicht ahnen, oder? Nee, grundsätzlich nicht wirklich. Wir waren jetzt nicht der Favorit in diesem Spiel. Wir haben uns eingeredet, dass wir uns auf Augenhöhe bewegen können. Das war durch die Schlange an der Toilette aber dann eher zu sehen, dass es nicht so war. Insofern alle sehr aufgeregt. Letztendlich sind wir rausgegangen, mehr oder weniger Mann gegen Mann auf dem Platz auch gespielt und haben gesagt, wir hauen jetzt mal richtig raus, alles was drin ist. Verlieren können wir eh nichts oder sowas. Hatten einen super Start, haben glaube ich auch 70 Minuten das Spiel richtig gut gemacht und dann gingen uns natürlich so ein bisschen die Körner aus und haben dann verteidigt, was ging. Also ich kann mich noch so an, ich habe mir das Spiel letztes Mal noch angeguckt und kann mich so an Szenen erinnern, wo wir eigentlich, heute sagt man, man schmeißt sich noch in den Ball, wir sind eher so gefallen noch und wurden dann angeschossen auf der Linie und haben den Schiedsrichter, ich glaube, ab der 80. Minute dann schon beleidigt und haben gesagt, pfeif ab. Ja, die 10 Minuten. Wir wollen nach Hause, ne? Kriegen die Zuschauer gar nicht mit, wenn du früher abpfeifst. Aber ja, er hat zeitig Schluss gemacht und ich glaube unterm Strich auch ein verdienter Sieg. Und als dieser Abpfiff war, was ist da passiert? Also bei euch, bei den Spielern, ihr müsst ja erstmal tot umgefallen sein oder erstmal gesoffen? Ja, war okay. Ne? Also wir haben kurz abgeklatscht, haben gesagt, nee, so, alles komm, gut. Jetzt die Nächsten. Mit Effe nochmal kurz kommen, Kopf hoch, geht weiter. Ne? Und haben gesehen, dass die Bayern ein bisschen niedergeschlagen sind, haben versucht, sie aufzubauen. Haben dann uns ein bisschen gefreut und haben dann kurz, ein paar Tage später war ja schon das Spiel auf Schalke, haben wir gleich 4 Stück gekriegt. Ja, insofern. Aber war eine geile Party in der Dusche. Das war schon oder durchaus. Danach. Ja, es war sehr angenehm. Wir hatten ja so einen kleinen Raum, da war früher mal ein Thermalbad drin, also ein Entmüdungsbecken. Da standen so alte Schränke drin von unserem Zeugwart Bubu. Da war alles das, was er irgendwo hat mitgehen lassen, alles rein. Und da saßen wir dann immer mit mehreren Leuten drin, jetzt darf ich es ja sagen, haben dann in den Klamotten noch geraucht. Das Problem war, wir hatten Bier und wir hatten Zigaretten, aber es gab kein Fenster. Und wenn viele Leute in einem sehr kleinen Raum rauchen, fangen die Augen relativ schnell an zu tränen. Und dementsprechend war es dann so, dass wir vor Freude geweint haben. Ein bisschen anderthalb Jahre danach ungefähr ging es ja dann irgendwie nicht mehr so gut für dich weiter. Erstmal als Spieler, August 2003 war der Moment, wo die Bänder gerissen sind bei dir.
Ja, ich war ja so meine ganze Karriere mehr oder weniger so ein Ersatzteillager, immer überall Schrauben, Platten und gerissen, ich weiß nicht. Bei dir hat es gepiept, wenn du im Flughafen so. Genau, überall so. Bis auf Kreuzbänder habe ich eigentlich alles einmal durch, Zähne raus, Platzwunden, Brüche, ja, alles so einmal mitgenommen. Und dann ist mir eben zweimal in kurzer Zeit nochmal das Innenband gerissen und dann haben sich auch so Entzündungen im Körper gebildet, die ich bestimmt 8 Monate hatte. Das war dann so, wenn jemand an der Tür zu Hause geklingelt hat, habe ich versucht, von der Couch hochzukommen. Bis ich an der Tür war, war derjenige wieder weg. Dann bin ich wieder zurück, dann hat es wieder geklingelt. Also das war so ein Hin und Her. Insofern war es dann besser, der Körper hat gesagt, lass es bleiben. Wann war dir klar, dass es das Karriere aus als Spieler? Also haben sich andere Leute überzeugen müssen oder war das von dir ganz klar? Nee, also ich schaffe das auch nicht mehr, die Aufbauarbeit und so weiter. Ja, ich bin von Arzt zu Arzt und bis mir dann nachher ein Arzt auch gesagt hat, der Körper mag einfach diese typischen Fußballbewegungen nicht mehr, spiel Schach, geh schwimmen, mach irgendwas anderes, nur spiel kein Fußball mehr und ein paar Monate später ist es dann auch eigentlich besser geworden, aber es war dann auch an der Zeit, den alten Kadaver dann auch ein bisschen Ruhe zu gönnen. Und dann ist dein Trainerstern aufgegangen. Über den reden wir gleich, geben aber vorher erstmal zu Astrid an die Bar, denn die hat da einen ganz anderen Stern sitzen, der laut Eigenaussage zumindest nichts gegen Sport hat. Wir werden aber auf andere Art und Weise jetzt sportlich sein. Neben mir Frank Spilker, moin. Moin. Und bei uns gibt es jetzt Fisch und Schnaps. Und zwar haben wir was vorbereitet. Wir haben hier ein bisschen Matjes, lieber Frank. Würdest du mal die Jägis hier nehmen? Natürlich. Und ich nehme dann mal ein bisschen den Fisch. Denn wir werden jetzt ein bisschen ins Privatleben einsteigen. Frank, du angelst nämlich. Ja, ich versuche es manchmal. Aber du hast einen Angelschein und du hast es ja richtig von der Pike auf gelernt, oder? Also ehrlich gesagt, so schwer ist es nicht. Ich bin ja auch kein Spezialist oder so. Ich habe dieses Lebensmodell oder das Konzept Hobby oder so erst vor sehr kurzer Zeit in mein Leben integriert. Also ich habe eigentlich nie Hobbys gehabt, weil ich habe ja immer, wie man so schön sagt, Frank räumt auf. Hobby zum Beruf gemacht und so. Also ich hatte keine Hobbys. Und seit ein paar Jahren ist es aber so, dass ich mir überlegt habe, wie kann man seine Zeit sinnvoll verbringen, wenn einem gerade nichts einfällt zum Beispiel. Und ja, die Kinder sind erwachsen aus dem Haus und so, irgendwas muss man machen. Dann habe ich so angefangen, Sachen wieder zu entdecken, die ich vielleicht in meinem ja, als Kind oder in meiner Jugendzeit mal gemacht habe. Und dann habe ich diesen Angelschein gemacht. Das ist mittlerweile auch schon 10 Jahre her. Meine Frau hat auch einen Angelschein gemacht und seitdem gehen wir einmal im Jahr Heringe fangen. Herrlich, wir trinken erstmal einen. Hier, Prost auf deine Heringe. Weg damit, ne? 1, 2, 3. So, jetzt, oh, wir haben gar keine Gabel. Doch, hier, guck. Wir können den ganzen Matjes aufessen. Also, das war ein Schnaps. Ist zu warm jetzt? Ich nehme gern Matjes hinterher, sagen wir so. Frank Spilker nimmt einen Matjes hinterher. So, also man kann jetzt nicht sagen, du hast ja nicht nur einen Angelschein, sondern auch einen Boots, nennt man das Bootsführerschein? Mhm. Stimmt. Frank kann jetzt nicht sprechen, er hat Matjes im Mund. Und auch noch einen Segelschein. Aber du wolltest jetzt nicht, willst du eher dem Job entkommen und Ruhe haben oder der Familie? Brauchst du irgendwie Ruhe? Nein, ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass es eben nicht so, dass ich jetzt, kann mich glaube ich gar nicht mit Leuten vergleichen, die seit 20 Jahren angeln gehen oder also das mit so einer, mit einem sportlichen Ehrgeiz betreiben, sondern für mich ist das einfach nur so, ey, da draußen ist die Elbe, so ist der Wind weht fast immer. Was kann man, wie kann man sozusagen, also mit der Gegend, in der man lebt, ja auch direkt was anfangen, also den Freizeitwert einfach zu erhöhen, ja, also dieser Stadt und dem Umland, das so abzutrotzen, was es einem bietet. Und ohne mehr Busführerschein braucht man, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so richtig. Aber wenn man anfängt, sich mit der Natur zu beschäftigen und solche Sachen zu machen, dann lernt man auch total viel. Also es ist total schön. Und vielleicht auch als Ausgleich. Wir nehmen noch so 2, glaube ich. Du hast mit deiner Band die Sterne. Nächstes Jahr 25-jähriges Jubiläum. Ich finde, auch 24 Jahre kann man auch mal anstoßen. Während ich jetzt Matjes weiter esse, erzähl uns doch mal von den Anfängen. Das war ja Indie-mäßig, eher ein Produkt mit auch mit einem kleinen Musiklabel. Wie ging's los? Ja, was anderes als Indie-mäßig hätte mich nicht interessiert, weil das war im Grunde war das zu meiner Zeit, das hat man Post-Punk genannt, also ganz wichtig, diese Selbstermächtigung. Also ich mache alles selber, nicht also als Gegenteil von
ich versuche Karriere zu machen in einem bestehenden System, sondern ich mache einfach, ich versuche nicht an die Spitze der Charts zu kommen, indem ich Popstars imitiere, sondern ich mache eine Party mit meinen Freunden und versuche auch noch möglichst viele andere abzuschrecken. Ja, das ist ja so die Idee von Punk und Postpunk. Und was passiert ist, die Leute werden aufmerksam auf einen, da sind die jungen Leute, und das ist nicht nur da passiert, wo ich aufgewachsen bin in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Hamburg. Da sind die jungen Leute, machen Partys und eigentlich wollen alle dahin und dann fangen alle an, darüber zu schreiben und dahin zu gehen und dann wird so eine Sache zu etwas Größerem. Da, als ich in Hamburg war, ist dann, also das war jetzt nicht nur ich, sondern eben die ganzen Leute, die so zusammen gefeiert haben, irgendwann sowas wie die Hamburger Schule draus geworden. Genau, unter anderem auch mit Blumenfeld oder Tokotronic. Es wird so ein bisschen verrückt diskutiert, ob es überhaupt die Hamburger Schule gibt, weil ja, es sind ähnliche Texte, gesellschaftskritisch, ein bisschen links. Es ist gleichzeitig tanzbar, aber nicht unbedingt dieselbe Musik. Aber würdest du sagen, das lässt sich so einordnen? Und wenn ja, ist das auch toll? Macht es einen vielleicht auch stolz, dass man eine neue Musikrichtung mit eröffnet hat? Also zunächst mal ist es eine Behauptung und das ist auch gut so. Also man behauptet einfach, es gibt sowas in Hamburg schon. Es ist alle neugierig, kommen, gucken. Und dann passiert Kommunikation und dann kann man über Inhalte reden, ne? Also so dann oder was unterbringen. Ich glaube, das Besondere ist, und davon grenze ich mich auch gerne ab, so, oder damit grenze ich mich gerne ab, und das kann man durchaus auch als Gemeinsamkeit behaupten, dass diese ganzen Bands, die damals zusammen rumgehangen haben, die haben nicht nur Aufmerksamkeit erzeugt, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, sondern die hatten alle oder haben es vielleicht bis heute irgendeine Art von Mission. Die ist jetzt nicht deckungsgleich. Aber du kannst bei allen, kannst du das rauslesen. Da ist ein bisschen mehr als einfach nur Popmusik oder einfach nur Hurra, wir haben eine gute Zeit, sondern es geht irgendwie im Hintergrund um eine Philosophie. So, und über die kann man reden. Da ist was zum Reden. Und das finde ich persönlich sowieso allgemein in Kunst das Wichtigste. Kannst du eure Mission oder deine Philosophie in zwei Sätze zusammenfassen? Ja, ich finde zum Beispiel, bei den Anfängen zu bleiben, es gab ja, also ich mache das 25 Jahre, ne? Also das mir jetzt in einem Satz zusammenzufassen, ist schwer. Aber am Anfang zum Beispiel fand ich immer wichtig, diese privaten Geschichten von vielleicht so politischen oder allgemeingültigen Gedanken nicht zu trennen und nicht zu sagen, hier ist das Privatleben und das ist das politische Leben, sondern zu sagen, da ist dieses Frauenbild, mit dem man rumläuft, oder da gibt es einen bestimmten Ehrgeiz, etwas zu werden in der Gesellschaft und so, dass dem widerspricht, wie ich finde, wie Leute miteinander umgehen sollten. So, Punkt. Das kann man in einem Love-Song genauso unterbringen. Kann man in jedem Song unterbringen oder eben nicht unterbringen. So. Und da gibt es aber ganz viele Varianten von dieser Geschichte, also, und Inhalte, sage ich mal. Wir springen ins Hier und Jetzt der Sterne. Das jüngste Album ist von 2014, Flucht in die Flucht. Und ihr wart auf Asien-Tournee. Wie kam das? Achso, wir sind ja eine deutschsprachige Band. Das ist grundsätzlich erstmal ganz gut, wenn man einen gewissen Vorteil hat, weil man kann über Sprache kommunizieren mit den Leuten in Deutschland, der Österreich und der Schweiz. Und da hört es aber auch schon auf, in Bern. So, ne? Genau. Wir senden ja auch nach Österreich, Schweiz, Deutschland. Ja, dank Internet ist das sowieso alles einfach. Aber unsere Grenzen, Ausdehnungsbereich ist, wir sind, also die Leute denken immer, wir sind so eine Hamburger Band, aber es ist tatsächlich zwischen Graz und Flensburg und eben Bern sind wir immer all die 20, 25 Jahre unterwegs gewesen. Und da hört es aber einfach auf, weil man hat dann außerhalb des deutschsprachigen Raums nicht mehr diesen Vorteil, sondern eher einen Nachteil. Ja, also da ist dann die Weltsprache Englisch dann noch, dringt eher zu den Leuten vor als Deutsch. Aber ab und zu, das ist das Schöne, wird man mal so als Repräsentant der deutschen Sprache vor allen Dingen, ich würde gar nicht sagen der deutschen Kultur, aber der deutschen Sprache ins Ausland gebeten von so Leuten wie dem Goethe-Institut oder Kulturinstitutionen. Und das haben wir mehrfach gemacht. Wir waren in den USA, in Mexiko und letztes Jahr in Asien, vor zwei Jahren in Asien. Und dann haben die Schüler dann auch Texte von euch und studieren die ein oder studieren sie und sind ganz begeistert, wenn sie euch mal sehen, oder? Die Leute sind ja überall gleich auf der Welt. Ne? Also wenn die sich mit den Texten auseinandersetzen, dann gibt es die Texte verstehen und die sie nicht verstehen. Es gibt, ja, keine Ahnung, das ist so. Es liegt auch am Thema und so und dann an der Band speziell. Also wir sind eben auch nicht eine Band, die irgendwas macht, was jeder verstehen kann. Ne? Was ja natürlich, also ne? Egal, also wir sind da so ein bisschen speziell. Deswegen kommt das vor, aber es gibt wirklich keinen Unterschied wahrgenommen zwischen mexikanischen Schülern und welchen in Tokio oder in China.
Nur es waren auch nicht immer nur Schüler. Das, also die Situationen sind ganz unterschiedlich. Also, aber das ist vorgekommen tatsächlich. Wir waren richtig in Universitäten im Deutschkurs und haben dann mit den Leuten über unsere Texte geredet. Und es hat total Spaß gemacht. Du verarbeitest dein Leben oder deine Ideen nicht nur in Songtexten, sondern auch in Büchern. Wann bist du kreativ? Tageszeitmäßig eher morgens, mittags, abends? Gibt es eine bestimmte Lebenssituation, in der du besonders kreativ bist? Also, das weiß ich immer erst am nächsten Tag, wann ich besonders kreativ war oder so. Ich erinnere mich immer am deutlichsten an die Flauten. Ja? Also dieses, man hat irgendwie so 2 gute Stunden gehabt und dann läuft nichts mehr oder so. Also ich glaube, ich bin eigentlich eher so ein Morgentyp, was das Schreiben angeht. Und dann kommt aber irgendwie spät abends nochmal eine Phase. Also es ist ja keine Ahnung. Du hast auch eine eigene Radioshow. Frankadelic, ist das lukrativ? Darum geht's nicht. Es ist auch keine Show, würde ich sagen. Ich leg Musik auf. Ich versuche den Kontakt sozusagen zur aktuellen Musik, der ja gerne mal abreißt, wenn man über 30 wird, was ich kürzlich geworden bin. Und dafür hast du dich echt gut gehalten. Also den so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Dadurch, dass ich diese Sendung mache, bin ich quasi gezwungen, einmal im Monat so ein bisschen zu gucken, was gibt es gerade Neues. Und das auch mir anzuhören vor allem. Das ist ganz praktisch. Und gleichzeitig ist es so, das ist ein Byte FM, das ist ein Internetsender, der in Hamburg seinen Sitz hat und ich glaube auch noch im Ruhrgebiet und in Berlin. Aber vor allen Dingen im Internet zu hören ist, das heißt auch diesen Raum bedient, wo man mich vielleicht irgendwie kennt. Und das heißt auch in der Schweiz oder in Österreich wird man darüber angesprochen. Ich erreiche meine Leute, habe ich das Gefühl, und ich kann da machen, was ich will. Und du bleibst an junger Musik. Mit ganz, ganz junger Musik haben wir es später noch in unserer Außenschalte zu tun. Wir sprechen uns gleich noch, Frank. Vielen Dank bis dahin und zurück ins Studio. Schnaps gibt's jetzt. Ja klar. Prost. Holger Stanislawski ist bei uns im Talkdot und die ganze Spielerkarriere sind wir jetzt durch. Jetzt kommen wir zum Trainer Stanislawski. Ein Trainer ohne Lizenz, also zumindest zu Beginn. Ja, war eigentlich überhaupt nicht geplant. Hab ja nach meinem unfreiwilligen Abschied als Spieler dann so ein Studium angefangen, Sportmanager, Sportfachwirt. Bin dann von Conny Littmann gefragt worden, ob ich ins Präsidium wechseln möchte und wollte da ein bisschen so im sportlichen Bereich mithelfen und bin dann so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, hatten ja nicht ganz so viel Geld beim FC St. Pauli damals in der dritten Liga und dann nahm das so ein bisschen seinen Lauf und alle Stationen einmal durch, bis nachher zum Trainer ohne Lizenz, genau. Und da fiel euch aber natürlich auch irgendwas ein, damit du der Trainer sein kannst, eben ein Doppelkopf an Ja, das musste nachher so ein bisschen so, ich musste die B- und die A-Lizenz relativ schnell hintereinander wegmachen, um dann den Fußballlehrer machen zu können. Das war ja so ein bisschen, früher war der Fußballlehrer 6 Monate, 3 Tage die Woche. Das war, viele alte Männer treffen sich, erzählen sich lustige Fußballgeschichten und irgendwann kriegt man den Schein. Natürlich genau in dem Jahr, wo ich dann meinen Fußballlehrer bauen musste, wurde das auf 11 Monate erhöht, 4 Tage die Woche. Und was lernt man da? Nix höre ich aus dem Publikum. Ja, also. Unheimlich viel Theorie. Das ging in Sportmedizin bis runter zum Zitronensäurezyklus in der Zelle und was alles noch passiert. Ich habe mal so geflaxt, habe mal mit unserem Dozenten gesprochen, habe gesagt, wahrscheinlich ist die Abschlussprüfung dann am offenen Herzen operieren. Dann bin ich dann auch Fußballlehrer. Also es wurde letztendlich alles von Trainingswissenschaft über Fußballlehre, über ganz, ganz viele Ernährungslehre. Man sieht, nein, es war alles dabei und auch ein bisschen Fußballpraxis. Das gehörte auch noch in den 11 Monaten dazu. Die du ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hattest. Genau. Stimmt. Was war denn das Schönste an dieser Lizenz? Also abgesehen, ich meine, du warst ja, das war in Köln, ne? Genau. Zwischendurch eben kurz nochmal hier die Mannschaft trainiert und immer wieder hin und her fahren. Was war aber das Schönste an diesem, die Zugfahrt nach Hamburg zurück? Oder? Das Schönste war der letzte Tag. Es war schon sehr komisch, wenn man dann im Job ist und
hat dann logischerweise auch ein paar Fehlstunden. Ich musste dann, weil Donnerstag so oft Sportmedizin war, musste ich Sportmedizin nachholen auf einem Sonntag. Das ist dann besonders schön. Du spielst zum Beispiel freitags in Aue, fährst dann zurück nach Hamburg, trainierst Samstag mit den Jungs und fährst dann sonntags früh um 5 los, um dich mit dem Dozenten zu treffen und dann über Frauenfußball zu sprechen. Was bewirkt das Östrogen in der Muskulatur beim Frauenfußball? Und da sitzt du denn sonntags und sagst manchmal, hui, wäre ich bloß Masseur geblieben. Wäre ich bloß Masseur. Nein, das sind so Dinge gewesen, die ja haben so ihren Lauf genommen. Aber, und das muss man sagen, du hast es als Jahrgangsbester geschafft. Gut abgeschrieben, ja. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann nehmen Sie sich mal ein Beispiel. Der kann was. Jahrgangsbester, das muss man sich mal reinziehen. So, ab. Ja. Und dann ab 2008 durftest du dich auch Cheftrainer schimpfen und dein Weggefährte André Trulsen, der ist immer mit dir so ein bisschen mitgewandert, ne? Ja, ein Kopf, ein Arsch, ne? Das ist so, das gehörte so zusammen, das war letztendlich so, das passte. Er wusste, wie ich Fußball denke, er war auf der Bank dann auch so der ruhende Pol. Ich bin ja relativ zeitnah zweimal auch auf die Tribüne verbannt worden. Einmal finde ich immer noch zu Unrecht, aber das andere Mal kann ich drüber diskutieren. Okay, das lasse ich dann gelten. Aber er war der ruhende Pol und war so mein Ventil, weil ich auf der Bank immer relativ laut und impulsiv war. Musste er sich dann alles anhören, was ich dann an Beschimpfungen drauf hatte und war trotzdem ganz entspannt und das passte bei uns halt hervorragend. Jetzt kann man ja einfach so ein Trainerteam hinstellen und dann passiert lange nichts. Bei euch ist aber relativ schnell die Luzi abgegangen mit den Aufstiegen. Und zwar schön nacheinander, ja klar, nacheinander wie sonst. Erstmal schön zweite Liga und dann, aber gleich hinterher Bundesliga. Das sind ja Sachen, da träumt ja noch immer jeder Fan davon. Ne, wir hatten Corny Littmann hier, hat davon erzählt, in der letzten Sendung Fabian Boll, auch zwei alte Weggefährten von dir. Und das sind natürlich Momente. Was war denn eigentlich geiler, der Aufstieg in die zweite oder in die Bundesliga? In die zweite Liga. Also, weil? Das war, wir standen ja auch in der dritten Liga sehr weit unten und hatten eigentlich relativ wenig Hoffnung, dass da noch nach oben was geht, sondern wollten die dritte Liga sichern, um dann eben nochmal in der neuen Saison so einen Neustart zu versuchen, um wieder den Club auch in die zweite Liga zu führen. Und da haben die Jungs einfach richtig gute Arbeit gemacht. Ich glaube, wir haben in der Zeit in den 19 Spielen, glaube ich, 41 Punkte geholt, war eine super Truppe, war ein ganz eingeschworener Haufen, hat so viel Spaß gemacht und ich weiß noch, wie es war, als wir dann gegen Dynamo Dresden hier zu Hause 2-2 gespielt haben und haben dadurch dann den Aufstieg geschafft. War unfassbar, auch mit den Zuschauern, wie sie die Mannschaft dann mitgetragen haben und es war ein ganz toller Aufstieg. Wird man auch nicht vergessen wahrscheinlich oder ist immer noch, wenn du Augen schließt, kommt sofort wahrscheinlich hoch, dass du sagst, das waren noch Zeiten, oder? Ja, hat einen ganz hohen Stellenwert, gehört sicherlich zu den Top 3 Erlebnissen in meiner Karriere. Fußballer-Kollege Boll hat unter anderem gesagt, dass du ja nicht nur Trainer der Mannschaft warst. Du warst alles, Einpeitscher. Wie muss man sich das vorstellen in der Kabine? Also gut, André war ja immer dazwischen, ne, und so, aber hast du die dann richtig motiviert mit jetzt macht mal? Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn Holger Stanislawski abgeht? Das mache ich jetzt hier nicht. Ja. Wir können den Ton pegeln, glaube ich. Naja, das ist immer, so eine Mannschaft braucht ja letztendlich, ich sage immer dazu, jeden Tag Tütensuppe schmeckt irgendwann nicht, sondern du brauchst eben auch mal, freust dich auch mal über eine Roulade zwischendurch. Also insofern musst du natürlich auch in so einer Ansprache an die Jungs immer mal ein bisschen wechseln. Ich habe gekocht oder was sagst du dann? Ja, so ähnlich, ja. Nein, es gibt ganz verschiedene Dinge. Also ich habe Gedichte vorgetragen, ich habe mit Musik gearbeitet, mal wird es ein bisschen lauter, mal ist es auch eher ein bisschen ruhiger. Also
da musst du eben situativ. Ist ja fast künstlerisch. Also da hast ja alles gegeben. Also das ist ja wie ein Künstler. Ja, ich schreibe ganz gerne mal Gedichte, auch wenn man es nicht glaubt. Ich habe schon während meiner aktiven Spielerzeit angefangen. Die Jungs, die uns verlassen haben, Matthias Scherz damals, Christian Springer und, haben wir immer so einen Abschiedsabend gehabt und dann gab es so ein paar lustige Gedichte von mir dazu und ein witziges T-Shirt, ja. Und dann lustige Getränke noch hinten drauf. Apropos, also der Kriminaloberkommissar Boll hat uns gesagt, du würdest deine Energie aus Koffein und Nikotin ziehen. Das Lebenselixier. Das ja. Ist Das und jetzt mittlerweile der Tilsitter, aber das ist eine Kombination, die möchte ich mir gerade nicht vorstellen. Nein, immer schon. Kaffee hat bei mir auch keine normale Wirkung. Also mehr, das ist jetzt nicht Getränk. So. Ja, ich könnte jetzt auch 12 Espresso wahrscheinlich hier trinken, da würde ich jetzt keine auch nichts merken. Herzklabaster nicht? Nein, das ist eher wie Wasser bei mir wahrscheinlich. Irre. So. Wenn ich Wasser dazu trinke, habe ich allerdings eine sehr treibende Wirkung. Ich finde, es gibt immer so Sätze unserer Gäste, die kann man einfach mal im Raum stehen lassen. Ja. Dann war 2011 ja nach einem Jahr, glaube ich, auch gleich Schluss in der Bundesliga. Da ging es wieder runter in die zweite. Du hast dann im April auch bekannt gegeben, dass du bis zum Ende der Saison den Verein weiter trainierst, danach aber gehst. Ich könnte mir vorstellen, das fanden die Spieler nicht so toll. Oder war es genug der Gedichte? Die, die gespielt haben, fanden es wahrscheinlich nicht so toll. Die, die nicht so oft gespielt haben, fanden es wahrscheinlich riesig. Ja, ist so. Ich glaube, nach 18 Jahren muss man dann irgendwann auch mal ein Stück weit neuen Input bekommen, neue Menschen schwer, kennenlernen. Den Verein zu verlassen. Ne? Ja, das, wenn du 18 Jahre bei einem Club arbeitest und kennst die Menschen, hast ganz viele Höhen und Tiefen erlebt. Natürlich, das ist was ganz Spezielles und das trage ich immer noch mit mir rum und das ist sehr, sehr gut, weil ich ganz viele tolle Erinnerungen an diesen Verein habe und die auch nie weichen werden. Dennoch sieht man dich nicht ganz so oft im Stadion. Ne? Da gibt es auch einen Grund, warum du... Nach meinem Weggang war das dann natürlich so, dann bist du erstmal mit dir selber beschäftigt auch, hast ja dann auch, ich habe ja auch Jobs gehabt in der Phase, aber es ist letztendlich auch so, der Verein hat ja dann auch oftmals unten gespielt und das macht sich nicht wirklich gut für den Kollegen unten an der Bank. Der kriegt schon genug Druck und dann sitzen auch noch ganz, ganz viele schlaue Ex-Trainer und Trainer, die einen Job suchen auf der Tribüne und jeder spekuliert, geht er zurück oder nicht oder das macht man grundsätzlich nicht und das wird man von mir auch nie sehen. Ich fasse zusammen, als Spieler Bayern München besiegt und ganz viele andere eben halt diesen Titel Weltpokalsiegerbesieger, als Trainer dritte, zweite, erste innerhalb von der Zeit, also innerhalb kürzester Zeit. Und das muss man doch sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Alles von Stani für den Hamburger Sport geschaffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich finde, das ist ein Applaus nochmal zusätzlich wert. Und mit dem gebe ich auch rück zu Astrid. Na, such! Lukas Nimschek, schönen guten Abend, Lukas. Hallo. Wir gehen hier mal eine Runde rum auf den Balkon und zwar haben wir einen fantastischen Blick auf Lukas, auf deine erste Station in Hamburg. Wir sehen nämlich hier hinter uns das Imperialtheater und das dürfte einige Erinnerungen wecken. Ja, tut es. Ich bin ja aus Berlin nach Hamburg gezogen und hatte erstmal ein paar Monate damit zu tun, Hamburg cool zu finden, weil wenn man aus Berlin nach Hamburg zieht, denkt man erstmal, ach scheiße, ich ziehe jetzt in den Kleingarten an. Was? Ja, so ein bisschen. Und ich bin dann hier auf den Kiez gekommen und habe gesehen, ah, hier gibt es die interessanten Leute. Ah, hier ist was los, hier sind die bunten Lichter abends an und bin dann zufällig am Imperialtheater gelandet. Und das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, das ist total cool. Da ist auf der Bühne alles noch das, was es vorgibt zu sein.
Nämlich? Naja, also für mich war Theater, bis ich sowas wie das Imperial zum Beispiel gesehen habe, nur irgendwie eine nackte Oma, die über die Bühne läuft und das heißt dann irgendwas. Ich habe Theater vorher nicht verstanden und dann war ich plötzlich im Imperial und dachte, oh krass, also man kann Theater auch witzig machen und schnell und einfach verständlich und für jedermann greifbar und habe mich sehr gefreut, dass ich da anfangen durfte. Wenig später hatte jemand vorgeschlagen, stell dich doch mal bei Corny Littmann vor, da ist eine Assistentenstelle frei. Wir hatten Corny Littmann gerade in der Sendung. Jetzt ganz im Ernst, wie sieht denn so ein Vorstellungsgespräch bei Corny Littmann aus? Kannst du uns das mal schildern? Naja, auf dem Kiez läuft ja alles so ein bisschen anders und ich hatte dieses Gespräch arrangiert, wurde das durch Lilo Wanders. Die habe ich kennengelernt in einem Café, die saß da immer tagsüber und ich habe mich mit der immer nett unterhalten und die hat gesagt, bewirb dich doch mal bei Corny. Und dann gab es ein sagenumwobenes Bewerbungsgespräch, das dauerte 3,5 Stunden und hatte damit zu tun, dass ich 3,5 Stunden geredet habe und Corny hat 3,5 Stunden aus dem Fenster geguckt. Und danach durfte ich hoch in die Buchhaltung gehen und meinen Vertrag unterschreiben. Einfach so, der hat nichts gesagt und irgendjemand anders hat das beobachtet und wusste, du bist der Mann, du hast den Job. Ja, der hat gesagt, jetzt geh mal hoch und unterschreib mal da. Du warst 5 Jahre Assistent bei Corny Littmann, aber es war nicht einfach nur ein Assistentenjob. Es hatte mit Regie zu tun, du hast ganz viele Projekte angeschoben, vielfältig gearbeitet. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Und lobt der auch mal und sagt, guten Job gemacht, lieber Lukas? Nee, Corny ist kein Lober, aber das größte Lob ist keine Reaktion. Dann hat man alles richtig gemacht. Also Corny ist eher jemand, der sehr viel Freiheiten lässt. Also gerade auch das Schmidt-Theater funktioniert, glaube ich, so. Dass ganz viele Kollegen sich austoben können, Ideen einreichen können, machen können, was sie wollen. Und bei mir ist aus der Assistentenschnelle dann eben auch mehr geworden. Also ich durfte mal Produktion leiten. Wir rücken hier mal ein bisschen ran. Oder ein bisschen rum. Genau, jetzt gibt es ja neues kleines Theater, das Schmidtchen hier auch im Clubhaus. Da durfte ich jetzt mal Musik für eine Produktion machen. Also sehr, sehr offenes Haus und immer sehr, sehr viel passiert. Man muss sich halt an den Ton und an die Umgangsform hier auf dem Kiez generell gewöhnen. Aber wenn man das einmal raus hat, dann ist das gut. Ja, dem Hause bist du auch treu. Jetzt kommt die Schlagershow Gabi Mut vom Schlager geschlagen und du hast die Musik geschrieben. Und Produzent bist du ja auch noch. Genau, genau. Das war jetzt das erste Projekt fürs Schmidtchen. Ich mache ja normalerweise Popmusik. Auch für verschiedene Künstler und auch für mich selber. Und das war jetzt das erste Musical-Projekt im Schmidt. Wollte ich mal probieren. Auch da war es wieder so, wir hatten die Idee für das Stück und ich habe dann irgendwann durch Flurfunk gehört, dass wir das Stück machen dürfen. Von Corny selber nicht. Sag mal, du hast aber eine gute Antenne, so scheint es mir. Ne? Und du bist mal beim Tigerentenclub mit deiner Band Deine Freunde gewesen. Darüber reden wir gleich noch. Und wurdest dann vom Fleck weg sozusagen als Moderator engagiert. Warst aber nur ein Jahr da. Hat's nicht für länger gereicht? Nee, ich fand das kacke, ehrlich gesagt. Hast du gerade kacke gesagt? Ja, also für mich war es kacke, weil das ist nicht die Art von Kinderunterhaltung oder die Art von Kinder-Entertainment, die ich gerne machen wollte und gerne machen will. Das ist sehr langweilig, sehr altbacken, es gibt keine neuen Ideen, man hat wenig Raum für eigene Ideen und für eigene Vorstellungen, was man im Kinderentertainment alles machen kann. Und es ist halt öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und ich habe mir das ehrlich gesagt lustiger vorgestellt und dachte, ich kann da mehr meine eigenen Ideen einbringen. War aber nicht so und Stuttgart ist auch echt keine Stadt. Hamburg ist die bessere Stadt. Ja, gut, du bist viel auf Achse, du arbeitest viel. Langeweile ist dir vermutlich irgendwie wie die Pest. Was sagt denn deine Beziehung dazu, dass du so wenig Zeit hast? Es gibt manchmal Ärger zu Hause, aber ich glaube, mein Trick ist, dass ich keine Hobbys habe. Aber du hast mir erzählt, Achterbahnfahren, ne? Ja, das mache ich gerne. Also Achterbahnfahren mache ich gerne, weil das ist ja jetzt kein Hobby, was man einmal in der Woche macht. Immer Donnerstag 18 bis 20 Uhr. Genau, Achterbahnfahren mache ich gerne, aber der Trick ist wirklich keine Hobbys haben, sondern wirklich alles mit Inbrunst zu machen und zu gucken, ob die Sachen auch beruflich was bringen. Also ich habe dann immer geschaut, ob das mir irgendwie hilft, mich weiterzuentwickeln oder so. Außer bei deiner Freunde, das war Zufall. Ja, und du bist gerade mal 27 und noch Produzent, das heißt, du produzierst auch noch andere Künstler, hast eine klassische Klavierausbildung und ja genau, es kam... Ganz streng. Ich hatte eine russische Klavierlehrerin, die hat mir immer angespitzte Bleistifte unter die Hände gehalten, damit ich ordentlich spiele. So bin ich ausgebildet worden. Und was hat das mit Ossi, dir gemacht? Ossi. Der Psychologe würde jetzt fragen, was hat das mit dir gemacht? Na, das, was ich jetzt bin. Du kannst ja entscheiden, ob ich wahnsinnig bin oder nicht. Okay, wir sprechen danach nochmal. Deine Freunde. So, hast du irgendwie den Riecher oder habt ihr irgendwie den Riecher gehabt, da ist eine Marktlücke und die füllen wir jetzt mit deinen Freunden, mit Musik für Kids? Ja, wir wussten, dass Kinder unermesslich reich sind und wollten möglichst schnell Milliardäre werden. Nein, wir
mein Bandkollege ist Kindergärtner und der arbeitet an einer Kita und der ist irgendwann zu uns ins Studio gekommen. Wir arbeiten ja mit dem Produzenten und DJ von Fettes Brot auch zusammen und wir waren zufällig im Studio und der kam und hat gesagt, ich kann Musik, die in der Kita läuft, nicht mehr hören. So, wir müssen mal irgendwie was anderes machen und dann haben wir eigentlich, um uns bei seinen Kita-Eltern einzuschleimen, einen Song aufgenommen. Da gab es Sommerfest und Flo sagte, lass mich mal einen Song aufnehmen, dann lieben mich die ganzen Kita-Eltern und ich bin der coolste Erzieher in der ganzen Kita. Und dann haben wir einen Song aufgenommen und haben den zu Rolf Zukowski geschickt, per Post. So wie man das vor 1000 Jahren mal gemacht hat. Auf einer Kassette. Genau, näher auf einer CD. Wir haben den per Post dahin geschickt, eigentlich mit der Frage, ob wir uns Rolf Zukopfnick nennen dürfen. Weil man im Hip-Hop ja zu Kopf mit dem Kopf nickt. Und der hat dann zurückgeschrieben und hat gesagt, nee, den Namen finde ich kacke, aber ihr könnt meine Band gründen und mich mal besuchen. Und dann sind wir zu ihm an die Elbchaussee gefahren, da thront er und der ist auch wirklich wie der Weihnachtsmann, der beantwortet jede Nachricht von Kindern, die er so bekommt, handschriftlich, jeden Brief, also Rolf Zukowski, ganz toller Typ. Und da saß dann gleich ein Label und die haben gesagt, mach doch mal eine Band draus und mach doch mal Musik für Kinder. Ja, und dann ging es los. Zuerst waren auch eigentlich eher die Kinder die Fans, aber es ist ja auch so richtig geile Hip-Hop-Mucke. Also eure Fans sind ja eigentlich auch die Erwachsenen, oder? Oder hat sich das mit der Zeit entwickelt? Ja, ich habe hier auch heute Faneltern getroffen. Das war eine sehr schöne Begegnung. Wir haben auch eine Videobotschaft aufgenommen. Das kam dann mit der Zeit. Also inzwischen ist es so 50-50. 50% Eltern, 50% Kinder. In Berlin trinken die Eltern auch gerne hinten Cuba Libre und benehmen sich daneben. Ach tatsächlich, Mensch, da könnte ich auch mal ein Konzert besuchen. Und Cuba. Also Longdrinks gibt es, das ist... Ja, aber man muss sich daran gewöhnen, dass manchmal auch Publikum vor die Bühne pinkelt. Aber aus anderen Gründen als jetzt bei Rockshows, sondern einfach, weil sie es noch nicht besser wissen. Okay, und wie alt sind die? Ein Meter wahrscheinlich ungefähr groß. Also das normale Publikum ist so 6 bis 12. Ab 12 finden die uns dann meistens zu uncool. Das kommt. Ich habe das auch in der Videobotschaft gesagt an die Kids gerade, dass die uns jetzt gleich in 2 Jahren wahrscheinlich uncool finden würden. Mit 10 können sie sich das noch nicht vorstellen, aber mit 13 ist das ein völlig anderer Schnack. Alles klar, die Kinder stehen vorne, die Eltern hinten beim Longdrink. Das Konzert im Stadtpark ist natürlich schon lange ausverkauft und wir sprechen noch ein bisschen über die Fanschaft und geben jetzt erstmal zurück ins Studio. Die vielen Karrieren des Holger Stanislawski. Du hast einige erwähnt. Es ging los mit dem Masseur, Sportfachwirt. Was kann so ein Titel eigentlich? Es ist ein kaufmännischer Abschluss, ne? Aber ja, kannst du mit in die Bewerbungsmappe reinlegen. Ah, super. Dann macht sich das eigentlich ganz gut. Ja, besser als ein Zeugnis. Das mache ich mit dieser Talkshow ja auch schon seit Jahren. Sport haben wir gehört als aktiver Fußballer, als Trainer. Und jetzt Supermarkt-Geschäftsführer, wir nennen noch nicht die Gruppe, sie zahlen noch nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zwar zusammen mit 2 HSV-Nasen, was wiederum unseren Horst freut. Denn Horst with no name Orchestra, also Horst ist HSV-Fan, freut sich immer total, dass wir die ganzen Paulianer hier haben. Und jetzt 2 HSV-Nasen, Bernd Enge und Alexander Lars, mit dir zusammen in der Geschäftsführung dieses Supermarktes. Kann das gut gehen, Stani? Das sind harte Kämpfe, die wir da haben. Klar haben wir um den Tilsiter, oder? Schon um den Fußball. Also wir diskutieren natürlich dann auch, bevor wir über unseren Job diskutieren, immer über Fußball. Und das ist letztendlich HSV und St. Pauli dann. Ja, ich muss da schon die Fahnen so ein bisschen hochhalten. Das wird dann auch beschimpft durchaus von Bernd Enge gerade. So braunes Pack und die haben wir wieder verloren. Also richtig nett und richtig kollegial. Ja, richtig, gleich morgens schon, wenn du reinkommst, guten Morgen und dann geht das gleich los. Da bist du gleich gut drauf, da kannst du gleich unten auf der Fläche schön weitergeben, ne, an die Du hast ja ein paar Mitarbeiter da, ne, über 130, genau. Wie ist es bei den Mitarbeitern? Trennt sich da auch die Spreu vom, trennen sich da auch die Fans von dem einen oder anderen Club? Ja, natürlich doch. Wir haben schon also ein gesundes Verhältnis da, glaube ich, auf der Fläche. Viele Nicht-Interessierte am Fußball, aber ich glaube, zu Anfang haben manche Mitarbeiter mich an der Kasse auch gar nicht erkannt. Ich bin's, hallo. Insofern glaube ich schon, ist das ein ganz gutes Maß, ja. Du hast da auch keinen Anzug an oder ein Mäntelchen, sondern du bist dann der Stani, den man kennt, also mit Sweater und ganz normal.
Ja, kommt immer drauf an, was wir für Termine haben, aber grundsätzlich eigentlich ganz normal, so wie ich auch sonst rumlaufe. Die anderen eher Anzugträger, Schlips oder? Bernd Engel ist ja schon ein bisschen älter, der geht auf die 70 zu, der ist dann eher im Anzug unterwegs. Alexander Lars ist noch ein bisschen jünger als ich, insofern ist der auch ein bisschen mit dem Hemd unterwegs und ich bin eher so ein bisschen, ja, locker. Aber ihr habt keine Tipprunde irgendwie, dass ihr Bundesliga-Ergebnisse tippt oder sowas oder Liga gibt gar nichts? Nee, HSV brauchst du im Moment nicht groß tippen und jetzt bei Pauli, ja, schade, dass dieses Jahr hinten raus ein bisschen das nicht geklappt hat, aber ich glaube, dass sie ein ganz gutes Jahr gespielt haben. Insofern habe ich dieses Jahr ein bisschen mehr Ruhe gehabt. Du wirst den Supermarkt aktuell bald verlassen für 6 Wochen. Keine Sorge, liebe Mitarbeiter, euer Chef kommt zurück. Aber du gehst nach Frankreich und wirst dort als Kommentator für das ZDF arbeiten während der Fußball-Europameisterschaft. Alors, tu parles français, Stani? Ich habe Latein gehabt. Ja? Insofern, kann ich deine Beleidigung gerade nicht deuten. Aber nein, es ist letztendlich so, ja, dadurch, dass ich beim ZDF so ein bisschen bei der Sportreportage mit 2 Kollegen so ein bisschen das Nachspiel mache, also zum Bundesliga-Fußball, bin ich jetzt gefragt worden, ob ich nicht als Experte auch mitfahren möchte zur Europameisterschaft und muss denn da hochtrabend analysieren, für Olli Kahn so ein bisschen vorbereiten, der dann in der großen Runde ganz viel erzählen kann. Und so schließt sich der Kreis. Er stand damals im Tor, Weltpokalsieger, Besieger und jetzt. Ja, da trifft so. Ja, so trifft, so man, sich trifft man sich wieder. Ihr seid aber in Paris stationiert, das heißt, also du wirst nicht in die Stadien gehen, sondern bist während dieser ganzen 6 Wochen in der Hauptstadt von Frankreich. Dann, genau, wir sind die ganze Zeit im Studio. Es sind ja 2 WM-Stadien in Paris und insofern wird sicherlich auch mal die Möglichkeit bestehen, sich ein Spiel live anzugucken, aber grundsätzlich heißt es viel Fußball gucken und viel analysieren, um dann das möglichst sehr schlüssig für jedermann zu erklären. Da brauchen wir nicht wirklich hochtrabend werden, weil Länderspiele und Europameisterschaften gucken ja auch viele, die sonst nicht so im Fußball unterwegs sind. Die wissen jetzt auch, was ein Libero ist. Durch. Ja, genau. Ich glaube, du hast heute auch, ich habe es kurz blitzen sehen vorhin, deine Halskette an. Ist das richtig? Ja, genau. Und das ist jetzt mal, hat gar nichts mit dir als der Berufsstani zu tun, sondern mit dem Menschen. Diese Kette gibt es eine Geschichte. Und die führt zurück, glaube ich, ins Jahr 2010, wenn ich mich richtig verlesen habe. Ja, ich bin jetzt nicht so gläubig unterwegs, dass ich jede Woche in die Kirche gehe, aber meine Mutter ist 2010 gestorben und auch ein langer, schwerer Kampf, also den sie da hatte, und seitdem habe ich dann diese Kette auch, und das ist so eine Verbindung, die einfach immer noch da ist und die lege ich eigentlich auch nicht ab. Aber du hast ja auch was mitgegeben auf die Reise, glaube ich, ne? Ja, den Aufstiegsring von der 3. in die 2. Bundesliga, der ist dann als Verbindung eben für sie mit ins Grab gegangen. Ja. Ich finde das eine wahnsinnig schöne Geschichte, ehrlich gesagt. Auch wenn es ein trauriger Moment war. Aber so seid ihr dann miteinander verbunden. Der Bundesliga-Ring, beziehungsweise der 2. Liga-Ring, liegt also im Grab deiner Mutter. Es ist natürlich die Frage für viele, kehrt Stani zurück? Also hat das eine Bedeutung, dass der Ring wirklich auch eingegraben ist? Oder kann es eventuell sein, dass der Stani den Tilsiter verlässt, ja, und wieder Trainer wird? Wir haben ja gleich Heinrich von Hansam da, der seinen Mega-Hit Hannover singen wird. Und es soll ja Gerüchte geben, lieber Stani, Hannover 96 und so weiter oder überhaupt oder wie. Was muss passieren, dass du wieder deine Gedichte schreibst? Nein, es gibt eigentlich regelmäßig dann auch Anfragen, immer noch. Und insofern kann ich da glücklicherweise für mich
nicht wie viele andere Kollegen, die wirklich dann auch gezwungen sind, irgendwann dann auch wieder in den Job reingehen zu müssen, kann ich schon vernünftig selektieren, wo ich sage, das ist eine Aufgabe, die mich nochmal interessiert. Ich kann vieles machen, ich muss es nicht, und das ist eben auch Sinn und Zweck gewesen, dass ich mir hier in meiner Heimatstadt eben auch ein zweites Standbein oder ein Hauptstandbein aufbaue. Das ist wunderbar geglückt, das macht mir unheimlich viel Spaß. Und es kann durchaus sein, dass ich irgendwann nochmal in den Fußball zurückkehre, ist aber im Moment sehr fraglich. Ja, dann komm doch bitte wieder, wenn du es weißt. Das wäre doch sehr schön. Wir nehmen das auch gerne als Erstinformation noch weit vor Olli Kahn. Ganz sicher. Wir bauen jetzt hier ein bisschen um für Heinrich von Handsam. Der hat nämlich seine Gitarre mitgebracht. Aber ich habe gehört, Stani, dass vorne an der Bar mindestens 5 Liter Kaffee auf dich warten. Deswegen bitte ich dich jetzt einfach, der Kamera nach vorne zur Bar zu folgen. Ich freue mich sehr, dass du unser Gast warst und immer noch bist. Kaffee satt für Stani, bitte. Euer Stanislavski, bei Torta. Kaffeeplatz hier frei, das ist dein Platz. Und juckele gleich weiter an meine Ecke zurück zu Frank und Lukas. Und wenn wir jetzt schon so wunderbar unterschiedliche Musikrichtungen dabei haben, ist Zeit für meine Lieblingsfrage. Das ist die Groupie-Frage. Frank, wie sieht's aus mit Groupies? Was ist Groupie? Das meinst du nicht ernst, du hast nie Groupies gehabt? Die meisten Leute verwechseln das ja auch zum Beispiel gern mit Roadies, ne? Es gehört irgendwie zum Inventar einer Band, das es Bewunderer gibt. Und die Grenzen, oder es gibt fließende Grenzen ins Sexuelle hinein, sagt man. Aber ich weiß davon nichts. Okay, hättest du gerne Groupies? Sollen wir irgendwie was arrangieren? Weil ich frage mal meine Frau, die sitzt da vorne. Okay, liebe Frau Spilker, wie sieht's aus? Sollen wir da was arrangieren? Wir hören hier nichts. Ich gebe die Frage einfach mal weiter an Lukas Nimschek. Wie sehen denn deine Groupies aus? Es gibt ein paar Mütter, von denen wir nicht wissen, ob sie wirklich Kinder haben oder ob sie einfach nur zu unseren Konzerten kommen. Die gibt es. Und ich hatte mal einen unangenehmen, angeblichen Vater, der mir immer bei Facebook geschrieben hat und immer so selbstgemalte Bilder von seinen angeblichen Kindern geschickt hat, die beinhalteten, dass Fotos von mir abfotografiert waren vom Fernseher und dann in Collagen eingearbeitet waren. Habe ich ungefähr 40 Nachrichten. Das ist so das Gruseligste, was ich beisteuern kann. Hast du den gemeldet? Nee, ich habe mich mit einem weißen Lieferwagen vor sein Haus gestellt und geguckt, was passiert. Nee, ich weiß es, keine Ahnung, weiß ich nicht. Würdest du sagen, Kinder sind viel leichter damit und schneller dabei, auch ihre Stars anzusprechen? Wirst du auf der Straße angequatscht? Auf St. Pauli gibt es ja glücklicherweise keine Kinder. Aber Hunde! Auf St. Pauli gibt es welche und ich wohne auch direkt neben der Schule hier. Also manchmal passiert es, aber ich muss sagen, dass Kinder, glaube ich, und ich weiß das auch von meinem Bandkollegen, der selber früher bei Echt war, diese Teenie-Band, Kinder sind vorsichtiger und viel unaufgeregter im Umgang mit, ich nenne es jetzt mal Berühmtheiten, ne? Also die kommen zu uns und kritisieren uns auch wirklich. Das ist nicht, die kreischen nicht, sondern die kommen wirklich und sagen, ihr habt Lied Nummer 3 nicht gespielt und ihr habt eine andere Reihenfolge gespielt als auf dem Album. So, also was sagst du dann? Dann sage ich, sorry, aber wir müssen auch auswählen. Also wir geben uns ja sowieso Mühe, ernsthaft mit den Kindern zu reden und genauso zu sprechen, wie wir auch mit Erwachsenen sprechen. Deswegen gibt es bei uns diese Dimension Kinder, Erwachsene gar nicht. Und die reden auch ehrlich gesagt sinnvolleres Zeug als ihre Eltern beim Autogramme schreiben, wenn die Kinder kommen. Also die kennen die Songs genauer, die geben total gutes Feedback und auf die können wir uns auch besser einstellen. Also wir haben diesen ganzen Kinderquatsch, den wir auch bei unseren ersten Konzerten gemacht haben, den gibt es nicht mehr. Das sind eigentlich richtige Konzerte und die werden auch ernst genommen und kriegen Bändchen und dürfen hüpfen und pogen und Stage-Diving machen wir nicht. Geil, bei euch wäre ich auch gern Kind gewesen. Frank, wirst du auf der Straße angequatscht? Nicht von Kindern. Das ist überraschend. Doch, ich wollte jetzt erstmal
sagen, dass ich ganz viel Hochachtung dafür habe, was du sagst. Also, also Kinder ernst zu nehmen, ist wirklich eine Kunst. Und ich finde, das ist auch immer so, in meiner Generation, weil das hat man diesen Unterschied immer gesehen zwischen der amerikanischen Sesamstraße und der beim NDR produzierten. Nichts gegen den NDR, aber das war immer auf der einen Seite der pädagogische Zeigefinger, auf der anderen Seite dieses Spiel, diese kindliche Anarchie und so weiter. Und das irgendwie, also sowas zu etablieren, was nämlich das Gegenteil ist von einer autoritären Gesellschaft und was wichtig ist für Kinder, zu sehen, sie werden ernst genommen und sie werden nicht behütet und ihnen wird gesagt, wann sie lachen sollen oder so. Das finde ich ganz wichtig, das ist ganz fundamental, ganz wichtige Arbeit, die machen. Ein wunderschönes Kompliment von Frank an dich. Ganz kurz noch, du hast zwei Kinder, die sind auch damit aufgewachsen, dass du dann schon bekannt warst. Wie sind die damit umgegangen, deine Kinder, Frank? Was für die schwierig war, war total schwierig, das einzuschätzen. Ist der jetzt berühmt oder, also mein Sohn hat mich auch zwischendurch mal gefragt, bist du eigentlich arbeitslos, weil ich immer zu Hause bin? Ne? Und dann, was hast du gesagt? Und dann kam irgendwie eine Woche später kam irgendwie ein Beitrag im Radio, dann war alles wieder gut. Aber der war natürlich total verunsichert, weil diese Bilder, die Kinder vermittelt bekommen, medial und vielleicht auch durch ihre in Anführungsstrichen normalen Berufe habenden mit Kinder, es ist anders. So, und da passt Papa nicht rein, das, was ich von zu Hause kenne, ist anders. Und das verunsichert die schon. Also, konsumieren deine Kids deine Kunst? Und zum Glück nicht, nein, um Gottes Willen. Das wäre mir äußerst unangenehm. Nein, wenn die deine Bücher lesen würden und deine Musik hören? Das können sie ja später irgendwann machen. Ne? Also ich finde aber das Gefühl zu haben, sich verpflichtet fühlen zu müssen, Papas Werk ja, in sich aufzunehmen oder so, ist ja grausam. Also das werden sicherlich später irgendwann mal meine Bücher lesen oder sich die Platten nochmal anhören. Aber bitte nicht so in so einer Situation, ne, wo so ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. So irgendwie. Ja, oder so. Hast du eigentlich schon Papas neues Album gehört? Nein. Gut, ja. Dazu tatsächlich nochmal. Das ist auch in den deutschen Medien eine wirklich interessante Frage, wie mit Kinderunterhaltung und sowas umgegangen wird. Weil wir werden natürlich auch oft gefragt, wenn wir zu irgendwelchen Veranstaltungen kommen. Und auf unserem Rider, der Rider für alle, die es nicht wissen, da schreibt eine Band auf, was sie gern Backstage haben möchte. Da steht Bier. Und da steht auch Jack Daniels drauf, weil wir erwachsene Menschen sind. Und wir wollen auch, wenn wir ein Konzert gespielt haben, vielleicht Alkohol trinken. Nicht immer, aber wir wollen das tun. Und ganz oft kommt von Kinderveranstaltern oder Kindermedien, und das dürft ihr doch gar nicht, ihr seid doch eine Kinderband. So, und das muss man aufhören. Und wir tun auch vor den Kindern nicht so. Die fragen uns natürlich auch manchmal beim Autogramm schreiben, trinkt ihr auch Bier? Und da sagen wir natürlich nicht nein, warum sollen wir die denn anlügen? Und also, ne, da sagen wir, ja, aber du darfst es noch nicht oder ja, dein Papa doch auch oder sowas. Ich finde es einfach schwierig, dass immer noch so unterschieden wird, weil das Beste ist doch eigentlich, wenn Familien kommen und Familien zusammen Kultur erleben können und ein gemeinsames Erlebnis haben, was alle auf unterschiedlichen Ebenen erreicht hat. Die Kinder eben musikalisch und die Eltern vielleicht ein bisschen ironisch. Das ist ein Applaus wert, unbedingt. Danke, Lukas Nimczek und Frank Spilker. Und nehmt die Kinder ernst, das nehmen wir als Quintessenz raus. Und ich lasse euch hier schön an der Bar sitzen. Und jetzt geht es zurück zur Bühne, zu unserem musikalischen Abschluss. Und wenn ich jetzt unser TV wieder rumschicke, dann ist dort auf der Bühne Heinrich von Hanzam. Ja, aber ich bin doch auch noch da, liebe Kollegin. Heinrich von Hanzam, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe gelesen in einem deiner vielen Interviews ein Zitat Sigmund Freud, die Stimme des Intellekts ist leise. Leider ist das so, ja, das stimmt, ja. Das hätte von mir sein können. Beschreibt das dich oder deine Musik oder beide? Es beschreibt Sigmund Freud, würde ich sagen. Ja, gut, das ist ein schöner, langer, herrlicher Blick, meine sehr verehrten Damen und Herren. Du schreibst deutsche Texte. Warum nicht in einer anderen Sprache? Ich bin in Deutschland aufgewachsen und ich war in den Fremdsprachenunterricht durchschnittlich begabt. Und mein erstes Lied war Englisch und danach habe ich nur noch Deutsch geschrieben. Schreibt sich's leichter in der Sprache, in der man träumt? Ja, wenn man sich an die Träume erinnern würde, ja. Das ist, glaube ich, ich denke mal, ich weiß gar nicht, was ich so träume, aber meistens denke ich morgens, das war echt eine wilde Nacht und manchmal kommt auch ein Song dabei raus. Ja. Wir haben ja schon mehrmals darauf hingewiesen, dass es das BID Reeperbahn-Projekt gibt. Oh ja. Sie spielen unser Lied und es kommt zum
Reeperbahn-Festival. Wann ist das, Kollegin Rolle? Ich habe aufgepasst, vom 21. bis 24. September. Peter? Sehr gut, da kommt eine CD raus und zwar mit nur einem einzigen Lied, aber mit vielen Coverversionen. Das Lied wird sein auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Genau. Und Heinrich von Hansam wird mit dabei sein auf dieser CD. Und was sagt ihr auf der Reeperbahn nachts um 12:30, liebe Astrid? Dass das der Zeitpunkt meines 8. Cuba Libres ist. Ist das richtig, Peter? Absolut richtig. Und jetzt würde ich sagen, hören wir ihn mit einem ganz herzlichen Gruß an Holger Stanislawski. Hier ist Heinrich von Hansam mit Hannover. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ja, vielen Dank. Hannover. Also bei Hannover ist es ja so, Hannover ist ja abgestiegen. Und Obama ist, glaube ich, ausgestiegen aus dem Flugzeug. Angela ist drauf eingestiegen. Und bei Stiegen, der Stieglitz, ja, das, was viele nicht wissen, ist der Vogel des Jahres 2016. Und der Stieglitz ist ein Tagvogel. Er liebt es sozusagen morgens die Nahrungssuche ausgiebig zu verfolgen. Er lebt sozusagen in Schlafrudeln bis zu 40 Exemplare und ist insgesamt eher ein Einzelgänger. Also ich mag immer so Überleitung zu dem Lied Hannover. Also, Hannover, ja. Ich spiele das Lied einmal, oder? Ich hatte was Längeres vorbereitet. Ich finde es eigentlich übrigens toll, dass zum Beispiel Astrid und Peter, dass sie alles so machen, einfach so, weil sie einfach Spaß dran haben und gar keinen öffentlich-rechtlichen Auftrag, oder? Habt ihr den? Also ich zahle ja Gebühren, also jeden Monat für euch und ihr kriegt das Geld gar nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Da schaue ich mir so einen Schwachsinn an und dann gibt es hier so hochwertige Unterhaltung. Ja. Ich fühle mich so lala hier in Hannover. Ich habe keinen Humor und keinen Akzent. Man ist ganz gerne Durchschnitt in Hannover. Das ist das Typische, woran man uns erkennt. Die Frauen sind ganz passabel in Hannover. Man verliebt sich nicht gleich auf den ersten Blick. Man fällt nicht gerne auf hier in Hannover. Man kleidet sich gedeckt, bloß nicht so schick. Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin, zu trendy für Bautzen, zu männlich für Wien, zu pleite für Hamburg, zu reich für Schwerin. Dann komm nach Hannover, denn da gehörst du hin. Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin. Bevor jetzt die nächste Strophe kommt, ich habe schon 7 Glas von diesem Weißwein getrunken und das Zupfen läuft sonst besser, ja, ich wollte es nochmal sagen, ja. Also sonst verspiele ich mich auch, das merken viele gar nicht, ich wollte es nochmal sagen für die Aufzeichnung später, das versendet sich dann auch, ja. Man verläuft sich ab und zu hier in Hannover. Die Stadt hat ein gleichförmiges Gesicht. Die Kirche bleibt im Dorf hier in Hannover. Und alles schreibt sich so, wie man es spricht. Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin, zu trendy für Bautzen, zu männlich für Wien, zu pleite für Hamburg, zu reich für Schwerin. Dann komm nach Hannover, denn da gehörst du hin. Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin. Hast du keine Ecken, keine Kanten, kein Profil? Hast du keine Meinung, keine Neigung und kein Ziel? Bist du kein sehr Schlauer, kein sehr Dover? Komm nach Hannover! Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin,
So trendy für Bautzen, so männlich für Wien, so pleite für Hamburg, so reich für Schwerin. Dann komm nach Hannover, denn da gehöre ich hin. Bist du zu hässlich für München, so dumm für Berlin, so trendy für Bautzen, so männlich für Wien, so pleite für Hamburg, so reich für Schwerin. Dann komm nach Hannover, denn da gehörst du hin. So hässlich für München, so dumm für Berlin. So hässlich für München, so dumm für Berlin. Vielen Dank.